Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Kirby's Dream Land 3. Gegen König DDD treten wir jetzt an. Okay. Zack. Na. Zack. Jawohl. Hä? Was passiert denn jetzt? Es geht weiter, Freunde. Das ist natürlich nicht gut. Nein, kann man nicht. Kann man nicht von unten irgendwie attackieren. Das heißt nochmal. Können wir wenigstens von der zweiten Hälfte anfangen? Nee. Nicht da. Du saugst uns nicht ein. So. Gut, hat er uns einmal getroffen. Aber wir haben seine erste Form gleich schon besiegt. Weg. Oh. Nein, du solltest deinen Hammer machen. Deinen Hammer sollst du machen. Ja, oder die Attacke. So. Zweite Form. Pac-Man lässt grüßen. Ja und? Ah. So. Gut. Ach, Mist. Nein. So, das war gut. Mist, das war schlecht. Das war gut ausgewichen. So. So. Das klappt doch. So. Wir wurden zwar auch getroffen, aber er braucht nur noch. Oh. Autsch. Wenige Treffer. Noch zwei Treffer oder so. Hoch. Hoch. Sehr schön. Und das war's. Passiert noch was? Nein! Wir haben das Böse befreit aus König DDD. Und da sind die ganzen Gegnernamen. Freunde, wir haben es geschafft. Wir haben König DDD von der Finsternis befreit. Mit Hilfe dieses blauen Knubbels. Ich habe keine Ahnung, wie er heißt. Ist mir ehrlich gesagt auch gerade etwas egal.
Hauptsache, wir haben es geschafft, Freunde. Vielleicht kommt der Name ja auch nochmal gleich vor. Bei den guten Personen oder bei den Bossen, weiß man ja nicht. So. Ach ja. Dreamland ist zwar noch ein bisschen von der Dunkelheit befallen, aber das soll auch so bleiben, damit es noch weitere Kirby-Teile gibt. Ganz genau. So, die Fische hießen Blibber, Kapar. Dann haben wir Moni, Bobbin, Kani, Squishy, so heißen die Tintenfische, Squishy. Dann Joey, Glunk, Dogon, Boten, Gabon, Galbo, super, Doka, Peran, Mago, Baban, Gansam, Mumbis, sehr schön, Kabu, Dekabu, Nido, Laut, Mopo, sehr schön, Pasara, Pteran, Chili, genau, Klinko, Baba. Die Gegnernamen sind einfach zu genial. Kurori, Mado, Pelo, Pacta, ne, Pacto, so. Bukiset, Marielle, Barpot, Propeller, sehr einfallsreich, Batamon, Poluf, Bobo, zu den großen Captain Stitch, sehr schön, Haboki, Jumper Shoot, Yuki, Blocky, sehr schön, die Namen sind einfach zu genial. Und Fragezeichen. Yep, genau das wäre der letzte Endgegner gewesen. Gut, aber wie gesagt, für mich ist es durch, für mich ist es gelaufen. Ich bedanke mich fürs Zusehen bei Kirby's Dream Land 3. Und bis zum nächsten Projekt, Freunde. Bis dann, ciao, ciao.